So, unter schwarzer Flagge und ich habe jetzt endlich die Bestie gefunden. Herzlich willkommen bei Heldmaschine auf dem Kutter. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Ration Tabletten eingepackt. Und ja, jetzt ist Aufbauen, ne? Check, yo. Check, eins, zwei, drei. Check, hey, what you? Maschinenfunk meldet sich vom Schiff, vom Karren, vom Kutter. Fährst du irgendwie ahnungslos auf Tour und auf einmal sitzt du auf so einer Titanic. Ich habe auch gerade einen Eisberg gesehen irgendwo. Ja. Ja, da hinten. Oh, müssen wir aufpassen, dass das Ding sinkt hier. Ja. Ja. Und du weißt ja. Aber ich habe auch schon eine Tür irgendwo gesehen, die schwimmt da rum. Da können wir uns retten, Dirk. Okay. So. Aber die Band spielt bis zum Schluss, ja. Ja, die Band spielt bis zum Schluss. Scheiße. Fuck. Was sagen wir eigentlich zu euch gleich, wenn wir auf die Bühne gehen? Sagen wir Hallo Köln? Sagen wir Hallo Schwarze Flagge? Sagen wir Hallo Schiff? Was sagen wir? Verehrte Schifffahrtsfreunde. Das Beste finde ich ist ja, dass die Leute das Boot nicht verlassen können, wenn wir gleich spielen. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Unterwassertour. Müssen wir los, oder? Zeit für ein Bier, glaube ich. Die langhaarigen Bombenleger sind wieder am Start hier. Erzähl mal, wie findest du es denn hier? Das ist ziemlich cool auf dem Schiff, oder? Ja? Ja. Ja, wir fahren noch nicht. Also noch, nee, ich habe noch nicht gekotzt. Also, du bist ja seekrank, ne? Ja, richtig. Du Armer. Ja. Was machen wir denn da? Weiß ich auch nicht. Wir schütteln den Dirk durch. Ja. Ja? Ja. Vorher. Bist du nicht seekrank? Bist du seekrank? Nee. Nee? Nee. Ich bin schon so oft auf dem Schiff gewesen. Echt? Ja. Wenn man nach Finnland will, muss man irgendwie entweder fliegen oder im Schiff fahren. Das stimmt. Ich meine, ich bin ja auch mal auf dem Schiff gefahren. Das ging eigentlich. Aber ich bin auch schon einmal gefahren, da musste ich die ganze Zeit kotzen. Also die Chancen stehen 50-50. Ja. Ja. So, auch, ich habe es auch noch nicht gemacht. Schlagzeug spielen und gleichzeitig kotzen, aber ist halt auch mal eine Erfahrung. Ist eine Erfahrung, ja. Ich habe auch schon einmal. Psst, psst, Leute, ich habe einen Eimer versteckt, aber psst. So, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zum neuen Tourtagebuch der Heldmaschine. Und ja, wir befinden uns ja heute auf dem Schiff der MS Rheinenergie, auf dem unter schwarzer Flagge. Und ja, der Dirk, der hat tatsächlich ein bisschen die Seekrankheit. Und den, würde ich sagen, den verarschen wir jetzt mal ein bisschen. Wir suchen den mal, ja? Moment, ich sehe ihn schon. Dirk, hi. Hi Dirk. Sag mal, ich habe gehört, du leidest unter Seekrankheit? Dazu will ich mich nicht äußern. Okay. Die Geschichte von der Titanic ist dir aber bekannt, oder? Übrigens, Dirk, es soll heute Sturm geben. There's nothing in it, and you ask yourself, where is my